Fehlende internationale Hilfe beklagt der Projektverantwortliche von Kirche in Not für Syrien, Javier Bisitz, nach dem verheerenden Erdbeben im Südosten der Türkei. Die einzigen Helfer in Syrien bisher stammten aus dem Libanon. Doch die Welt dürfe das Land nicht vergessen. Kirche in Not hilft. Ein Hilferuf kommt auch aus Burkina Faso. Die Hälfte des westafrikanischen Landes wird inzwischen von islamistischen Terroristen kontrolliert, sagt Bischof Laurent Dabiré aus der Diözese Dori. 2 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Bischof Dabiré hat deshalb bereits die Hälfte seiner Pfarreien verloren. Doch die katholische Kirche gibt nicht auf. Sie spricht den Flüchtlingen übers Radio Mut zu und hilft materiell, wo sie kann. Gute Nachrichten aus dem Irak. Dank Kirche in Not konnte ein neues Dominikanerinnenkloster in der Ortschaft Bat Naya eingeweiht werden. Die Schwestern betreiben auch einen Kindergarten. Bat Naya wurde 2014 vom Islamischen Staat erobert. Alle Christen mussten fliehen. Nun ist der Islamische Staat besiegt und der Glaube lebt wieder auf.